Ой, Яра, вот такой хуй у меня. Ха-ха-ха-ха. Поехали. Крипто-гейминг. Канал, без тайна. Да, ему махнет, сам на зубру. Крипто-гейминг, революцион oder Abzocke. Ein Video von PC Games. Schauen wir uns mal an. Das Video ist schon ein bisschen älter, so ein halbes Jahr alt. Aber ich wollte es mir mal angucken, was so der große Mainstream über Krypto denkt. Und meinen Senf dazu abgeben. Sieht man meine Nippe? Ne, sieht man nicht, Gott sei Dank. Huhuhu. Ja, aber als Mann darf man Nippel zeigen, aber wenn man als Mann sich als Frau identifiziert, darf man keine Nippel zeigen, weil Frauennippel sind gefährlich. Oder man bezahlt Geld dafür. Okay, let's go. Ghost Recon erhält NFTs. War geil. Stalker 2 sollte kurzzeitig NFTs bekommen. Steam ver... War ich geil. Ich war echt so auf Ghost Recon, war ich geil. Auf Stalker war ich geil, dass da alles... Also Ghost Recon hat scheiße umgesetzt und Stalker hat's abgeblasen. Spiele mit NFTs, der Xbox... Steam hat alles abgeblasen, hat gesehen, hey, keine NFT, keine NFT-Games, keine Krypto-Games bei uns. Gabe Newell, tut mir leid, aber dumme Entscheidung. Epic Games hat immer noch... Drin. Chef sagt, dass man Spieler mit NFTs abzocken will. Ja, wer zockt hier wen ab? Wer zockt hier wen ab? Klar werden die Platzhirsche... Warte mal, sie sind echt noch ein bisschen zu viele Nippel heute. Klar sagen die ganzen Platzhirsche, dass das scheiße ist. Weil Krypto-Games gut gemacht, richtig gut gemacht, das bedeutet, wo die Spieler der Teil des Wirtschaftsprozesses sind, nehmen den Jungs hier was vom Markt ab. Aber egal, gucken wir mal weiter, ich soll nicht so viel labern, eigentlich schon doch. Und EA hält sich für eine ganz tolle Idee. Ja, klar. Was EA, NFTs eigentlich sind, ey. Was sie mit Blockchain und... Ey, aber EA, das ist ein super Beispiel. EA ist ein Uhrensohn, also Uhrensohn. Und egal welche Technologie es kommt, die werden die Technologie dazu nutzen, um aus euch Fettsäcken und Spargeltarts an den letzten Euro rauszuziehen. Und Kryptowährungen zu tun haben und wieso man als Gamer damit konfrontiert wird, das wollen wir euch mal in unserem ausführlichen Special erklären. Werfen wir zuerst einen Blick auf Ghost Recon Breakpoint. Ja. Ubisoft verkündete stolz, dass es jetzt NFTs in dem Spiel gibt, in Form von Skins, kosmetische Gegenstände. Aber dann musste man, das ging dann nur auf der PC-Version, dies und jenes. Gegenstände sind jetzt aber wirklich nichts Neues. Was hat das also mit NFTs zu tun? Non-Fungible Tokens sind virtuelle, nicht austauschbare Gegenstände. Ja. Dabei kann es sich um eine Waffe in dem Spiel handeln, ein Musikstück oder ein Bild. Im Spiel Blankos Block Party. Es kann sich um alles handeln. Warum? Das ist jetzt nur ein Teil der Wahrheit. Das ist so ein bisschen die Mainstream-Vorstellung, dass ein NFT wirklich nur ein Bild oder ein Asset ist. Es geht um die Funktionalität des Assets, weil jedes NFT läuft auf der Blockchain und hat einen Smart Contract. Und ein Smart Contract ist ein Stückchen Software für diejenigen, die sich ein bisschen mit Programmieren auskennen. Das Smart Contract beinhaltet Klassen und Funktionen und das NFT, ja, also ist ja nur, nicht nur, sondern das, was wir sehen, ist nur der visuelle Teil. Was da hinten dran passiert, das kann komplex werden und sehr interessant. Hier sind beispielsweise alle Spielfiguren NFTs. Blank Im Gegensatz geil, zu anderen Daten ich. Können die auch nicht einfach so kopiert werden, ja. Auch nicht von den Entwicklern selbst. Sie besitzen eine Lizenz und Metadaten, die sie als das Original ausweisen. Daher Falsch. Warum, weshalb, wieso? Blankos an sich, die Blanko-Spezialisten, die jetzt das mal zuschauen sollten, ist eine Private Chain. Und da kann viel Scheiße passieren. Ist nicht wirklich dezentral. Daher sind NFTs auch immer in begrenzter Stückzahl vorhanden, da jedes manuell hergestellt werden muss. Sind die Skins also ausverkauft, gibt es jetzt nicht einfach so neue. Diese Begrenzung ist in Kombination mit der Nachfrage das, was ihm den Wert beimisst. Ähnlich wie bei Gemälden in der echten Welt hat nur das Original einen Wert. Ja, das mit den Gemälden, das ist echt so ein durchgelutschter Pimmel, muss man sagen. Also, das ist so 0815-Erklärung. Ich muss zu meiner Schande zugestehen, als ich mich mit NFTs vor anderthalb Jahren, einem Jahr angefangen habe zu beschäftigen, dachte ich das auch.
Aber als wir angefangen, selber zu programmieren, selber zu machen, habe ich realisiert, fucking Scheiß, Mann. Mindblow, was da alles hinten dran steckt. Und darüber redet keiner. Bei NFTs ist es aber bedeutend leichter festzustellen, wer das Original gerade besitzt, da die Daten nicht gefälscht werden können. Stimmt, NFTs ja. Sind so gesehen Sammlerstücke und sämtliche Preisschwankungen rein spekulativ. Wollte jeder die Skins von Ubisoft haben, obwohl sie ausverkauft sind, würden sie bedeutend teurer weiterverkauft. Doch obwohl NFTs oft für Unsummen über den Tisch gehen und sich ein inzwischen großer Markt an Kryptospielen entwickelt hat, konnte Ubisoft... Ja, aber das mit den Unsummen. Jetzt mal, Butter bei die Fische. Guck mal, ich finde, das ist auch so eine deutsche Tugend, über Geld zu reden, vor allem zu neiden. Aber auch diese Leute, die jetzt hier bei PC Games mal darüber reden, die lassen sich doch saftig bezahlen für die Beiträge und für die Reviews von den AAA-Titeln. Bestes Beispiel hierfür, das war damals, als Crysis rausgekommen ist, Crysis 1, dass das überall 95er, 99er Bewertung bekommen hat. Warum? Deutsches Unternehmen hat gut Geld bezahlt für die Reviews. Ich will niemandem was unterstellen, ja. Aber es hat schon ein Beigeschmäckel, dass das alles das Ding, das Top-Ego-Shooter verkauft wurde. Also Top-Spiel. Kaum einen ihrer NFT. Also Geld ist für mich kein Argument. Vor allem die Konzerne, die verdienen Millionen, Milliarden. Und warum soll eine Million Milliarden verdienen, wenn Tausende, Tausende verdienen können? Versteht ihr? Versteht ihr das? 1000 Euro auf 1000 Leute sind auch eine Million. Hä? Da sollen doch lieber die 1000 Leute, die 1000 Euro haben, als eine Million. Das denke ich mir. Weiter. Ein Grund mehr also, um skeptisch zu sein und die großen Fragen aus Gamer-Sicht zu stellen. Ist das überhaupt sicher? Was bedeutet das für die Umwelt? Kann mir das nicht egal sein? Wo sind die Grafikkarten und überhaupt, was ist das eigentlich? Umweltaspekt ja, aber nicht für jede Blockchain. Es gibt sehr viele Blockchains, die auf Post laufen, Proof of Stake, Proof of Delegate. Wenn jetzt hier die ganzen Bitcoin-Maximalisten, die ein bisschen Schweinepriester-Videos, Blockpriester-Schweinepriester-Videos angeschaut haben und denken, dass Proof of Stake oder Proof of Delegate nicht sicher genug ist, hat keine Ahnung. Und wer jetzt mir sagt, naja gut, dann hast du dich nicht genug mit der Materie beschäftigt, dann an dieser Stelle, hast du dich denn genug damit beschäftigt oder hast du dir einfach nur ein paar Schweinepriester-Videos angeschaut und denkst, dass du jetzt der Heilbringer alles aus dem Mund lesen sollst? Scheiß Argument, Strom, Umweltbelastung durch Blockchain, lass ich nicht gelten, gibt's geile Technologien hierzu. Oh! Wer das NFT besitzt, wird von vielen Leuten auf einmal kontrolliert durch die sogenannte Blockchain. Jede Kryptowährung besitzt eine eigene Blockchain, die auf verschiedenen technischen Systemen beruhen. Ja. Grundsätzlich handelt es sich dabei immer um ein Datennetz aus sehr vielen Computern. Jeder, der sich hier beteiligt, überprüft bei jedem Verkauf mit, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Es gibt also keine einzelne, eventuell fehlerhafte Zentrale, bei der geprüft wird und bestimmt wird, weswegen man hier von dezentral redet. Dem großen Vorteil von Blockchain. Ja. Wer sich am System beteiligt, bekommt für jede Validierung einen Bruchteil an Kryptowährung, weswegen man hier auch vom Mining redet, also dem Generieren von Kryptowährung. Ja, stopp. Wir reden jetzt über Proof-of-Work-Blockchains. Auf Proof-of-Work passt es? Das Konzept, was die gerade hier erklären, Ethereum-Basis. Auf Ethereum-Basis läuft das. Ja, läuft das so. Jetzt ganz großer Lob an ADA, Freunde. Ihr habt ja auch einen Proof of Stake. Weiter. ...durch Rechenleistung. Da sehr viele Computer an das System angeschlossen sind, werden große Mengen an Strom verbraucht, was der Währung Bitcoin regelmäßig vorgeworfen wird. Bitcoin hat mit NFTs also ziemlich gar nichts zu tun. Da werden Birnen mit Äpfel verglichen, um nicht zu sagen Birnen mit Bananen. Mit Melonen. Bitcoin beruht dabei auf dem System Proof of Work. Hier bekommen alle Computer für jede angefragte Transaktion eine Rechenaufgabe. Der am schnellsten die Aufgabe lösen kann, gibt sie ins System, woraufhin alle anderen Rechner die Lösung überprüfen müssen. Ja. Der Rechner, der die Aufgabe gelöst hat, bekommt den Zuschlag, darf also die Transaktion an die Blockchain anhängen und sie verlängern.
Die Aufgabe existiert nur, damit das System nicht ausgetrickst werden kann. Wenn jemand eine falsche Transaktion einspeisen würde, müsste er dafür sorgen, dass stimmt soweit alles, ja. Was sich aufgrund der hohen geforderten Rechenleistung nicht lohnen würde. Als leise. Maßstab sagt man, dass eine Bitcoin-Transaktion so viel Strom verbraucht, wie ein durchschnittlicher Haushalt in 5 bis 6 Wochen an Strom verbraucht. Ja, aber ey, ganz ehrlich, wo kommen wir hin, wo wir unseren Fortschritt abhängig von der Energienutzung machen? Es geht doch nicht darum, dass man technische Entwicklung drosselt, nur weil die viel Strom verbraucht. Es geht doch darum, dass Stromerzeugung einfach klüger gestaltet wird. Weil alles, was wir haben, unser gesamter Wohlstand beruht auf Energie. Und wir haben alle bei dem Schweinepriester gelernt, bei dem Kryptopriester gelernt, dass Bitcoin Energie und Zeit ist. Kauf dir einen Bitcoin, fahr damit deinen Kack-Tesla. Egal, weiter. Proof of Stake. Die Alternative. Oh, komm! Proof of Stake kommt darum nicht mehr auf den schnellsten Rechner an, sondern darauf, wer am meisten von der Währung besitzt, die gerade gehandelt Die alten Proof-of-Stakes-Methoden, die neuen Proof-of-Stakes-Methoden, die haben zum Beispiel 120 Validator. Das sind 120 einzelne Personen und unabhängig davon, wie viel bei denen da drauf liegt, entscheiden die alle gemeinsam über das, was mit einem Blockchain passiert. Unter den Leuten mit den meisten Anteilen wird dann ausgelost, wer die Transaktionen validieren darf und bekommt daraufhin eine Belohnung in Form von Transaktionsgebühren. Alte Technik. Ado ist zum Beispiel so draufgelaufen. Abgestraft werden und man etwas von seiner Währung abgenommen bekommt, auch bei unabsichtlichen Fehlern. Da sich hier wesentlich weniger Leute beteiligen müssen, sind Kryptowährungen auf dieser Basis sehr effizient. Die Währung Tezos, die von Ubisoft benutzt wird, beruht auf Proof of Stake und verbraucht für einen Vorgang 25 Millionen Mal weniger Energie als Bitcoin. Danke! Also nochmal so kurz vorab, also ich habe mir das Video, ich gucke mir das erste Mal ab, also ich dübel das einfach einmal hier so durch und passt. Kryptospielen beliebteste Währung ist Ethereum. Sie basiert auf dem Proof-of-Work-Prinzip, ist aber noch bedeutend umweltfreundlicher als Bitcoin. Aktuell arbeitet man daran, dass ein Teil der Transaktionen über eine neue Blockchain laufen, die auf Proof-of-Stake basiert und bedeutend umweltfreundlicher ist. Das Problem von Ethereum ist aber noch ein ganz anderes. Proof of Work bedarf nämlich einer starken Rechenleistung, um sich beteiligen, minen und Geld verdienen zu können. Für Bitcoins werden mittlerweile eigene Geräte gebaut, sogenannte ASICs, Application Specific Integrated Circuits. Zu Deutsch handelt es sich dabei um ein Bauteil, das für einen ganz bestimmten Vorgang bestimmt ist. In diesem Falle die Aufgabe, die Bitcoin-Blockchain zu lösen. Fun Fact, ey, ohne Mist, wir haben bei uns in Wiesbaden auch einen ASIC-Lieferanten. Und ASIC-Hersteller und ich habe den damals 2012 angeschrieben und gesagt, ey, lass doch mal gemeinsam ASIC bauen. Ich habe jetzt immer noch keine Antwort bekommen. Ihr Kackpissnenken, hättet ihr doch einfach meine E-Mail damals beantwortet. Die gibt's für Ethereum zwar auch, die sind allerdings bedeutend weniger effizient. Daher entscheiden sich viele für die Alternative. Grafikkarten. Die haben nicht nur den Vorteil, jede Art von Kryptowährung. Übrigens, Grafikkarten sind wieder ganz günstig. Meinen zu können, sondern die haben auch noch den sagenhaften Vorteil, eine Grafikkarte zu sein. Damit kann man sogar spielen. Das ist besonders für private Kryptominer interessant, sorgt mit dem aktuellen Aufstieg von Ethereum letztlich aber dafür, dass die Preise für hochwertige Grafikkarten in astronomische Höhen steigen und. Ja, jetzt kommt die Kackwerbung. Die Werbung ist ja noch das Schlimme alles bei mir. Ey Mann, komm, ficken, weiter geht's, halt's Maul. Was muss passieren, damit sich ein potenzieller Kunde für dich entscheidet? Wenn du ein gutes... Geile Höschen anhaben. Der Begriff Krypto-Gaming taucht immer wieder auf, ist aber irreführend, denn er suggeriert, dass man durchs Zocken vom Spiel selbst Kryptowährung bekommen kann. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber doch. Es gibt mittlerweile auch sehr gute Konzepte, wo man Free-to-Play hat und Free-to-Play und Free-to-Earn. Du zockst, ja, klar, wenn du da jetzt deine 100 Euro, 1000 Euro reinbutterst, kannst du mehr verdienen, aber du kannst kostenlos spielen und verdienst trotzdem deine Krümel. By the way, wir bauen jetzt gerade bei uns im Discord einen Channel auf, wo unsere Investoren aus Cryptospace Fleet ihre Assets, ihre NFTs Leuten zur Verfügung stellen, damit sie für die spielen und Win-Win haben.
Fun Fact, kommt alle in bestimmten Spielen NFTs erspielen, meistens nach vorheriger Investition. Ja, meistens. Betonung liegt auf meistens. Mittlerweile aber auch, nach einem halben Jahr gibt es gute Sachen, wo man sagt, nee, muss man nicht. Und die dann auch an andere Spieler verkaufen. Der Ertrag hängt von spekulativen Faktoren ab, wie dem Kurs der Währung, Angebot und Nachfrage. Das System trägt den griffigen Namen Play to Earn. Ein Beispiel für so ein Spiel ist Axie Infinity, bei dem man mit Pokémon-artigen Figuren gegeneinander kämpft, sie züchtet und schließlich verkauft. Bevor man das Spiel starten kann, muss man aber zuerst selbst Axies kaufen, die für einige hundert Dollar über den Tisch gehen. Zum Züchten, also dem Geld verdienen, braucht man außerdem Liebestränke, die man durch Kämpfe gewinnt und in regelmäßigen, dafür seltenen Abständen vom Spiel geschenkt bekommt. Da sich jedes Axie nur 7-mal paaren kann, muss man stets abwägen, wann man verkauft. Starke Axies mit guten Werten und die wenig zur Züchtung genutzt werden, bringen mehr Geld ein. Theoretisch kann sich eine Einzelperson damit ein zusätzliches Gehalt erwirtschaften. Aber praktisch handelt es sich hierbei um ein spekulatives Geschäft. Nein, es ist alles eine Spekulation. Es ist ein bisschen, das Thema ist komplex. Erstens mal, die meisten Play-to-Earn, Free-to-Play, was der Geier, was Crypto-Gaming-Spiele, die meisten von denen machen keinen Spaß. Die meisten legen da drauf an, gib Geld, gib Zeit, krieg Geld, mehr Geld, alles du reingebuttert hast. So, Spaß ist da eher sekundär. Es gibt aber mittlerweile Games, die Spaß machen. Und ich denke mir so, ja gut, wenn ich dabei Spaß habe und dabei ein bisschen was verdiene, ist schon geil. Stichwort Spekulation, es ist ein Wirtschaftszweig. Ich glaube, wenn ich mir jetzt den Mobile-Markt anschaue, und im Mobile-Markt bin ich seit Anfang mit dabei, erste Mobile-App 2008 programmiert, Furz-App, da haben Leute dafür Geld ausgegeben und waren bereit, sie zu kaufen. Und die Leute haben ihre Aktien gekauft, also von Apple die Aktien gekauft, obwohl Apple, sage ich jetzt mal, erst durch die Smartphones, erst durch den iPod Touch und dann später durch den iPhone gerockt haben, ist auch eine Spekulation, auf deren Kurs zu setzen. Aber Angebot bestimmt die Nachfrage. Wir leben in einer kapitalistischen Welt. Wenn die Leute Bock drauf haben, dann wächst, dann steigt der Preis. Ganz einfach, es ist eine Regel. Das ist... Spekulation geht für mich einen Schritt weiter. Spekulation ist für mich auf Hebelprodukte. Das ist für mich Spekulation, wo man auf steigende oder auf fallende Kurse setzt. Krypto-Gaming ist für mich eher eine Investition. Und zwar nicht in einem klassischen Sinne, wo ich kaufe und halte, sondern auch selber mit dem, wo ich mein Geld für ausgegeben habe, ein Teil des Wirtschaftsprozesses bin. Also zu einfach gedacht. Weiter. Die Preise sind von der realen Wirtschaft und der Spielerzahl abhängig und vom aktuellen Kurs der Kryptowährung Ethereum, die selbstständigen Schwankungen unterliegt. Das Gameplay des Spiels tritt in dieser Form von Play-to-Earn in den Hintergrund und muss nur funktional sein. Zu komplizierte oder ausgefeilte Spielmechaniken würden das Geldverdienen erschweren und dem Prinzip des Spiels im Weg stehen. Ja, das stimmt. Darüber beschwert sich auch Max Nichols, einer der Entwickler bei Bungie. Die Motivation, ein Spiel zu spielen, weil alleine Spaß die Möglichkeit, dass man Geld verdienen kann, von der Motivation sorgt dafür, Geld dass der überlabert sich das jetzt irgendwie. Bleibt. Fachlich redet man hier von intrinsischer und extrinsischer Motivation. Intrinsische Motivation beschreibt ein Spiel zu spielen, weil man es eben selbst spielen will. Ja. Extrinsische Faktoren kommen dagegen von außen und werden für viele Spieler zum Hauptproblem, wenn es um Play to Earn geht. Der psychologische Effekt das stimmt. Schließlich auch ein, wenn man das will. Das es gibt bereits unzählige Play-to-Earn-Spiele, die dem normalen Gamer in der Regel egal sein können. Sie werden nur genutzt, um Geld zu verdienen und nicht, weil sie so ein tolles Spielerlebnis bieten. Auf Marktplätzen wie Gala Games gehen horrende Summen über den Tisch. Krass, scheiße, was da krass abgeht. Ja, das ist Town Star, wo Leute locker 6.000 Euro für einen Basketballplatz ausgeben. Aber hier handelt es sich ja um reine Spekulationen mit begrenzten Gütern, der man doch einfach aus dem Weg gehen kann. Ja, aber ey, ganz ehrlich, das ist doch wieder alles Spekulation, alles Geldmacherei verteufeln und selber in dem Glashaus sitzen, wo man mit Werbung, also man beachte, wo man Content generiert, bezahlten Content generiert, teilweise
Kritiken schreibt, ich will das jetzt nicht speziell PC-Games vorwerfen, da bin ich zu wenig im Saft drin. Aber in dem gesamten Gaming-Bereich, wie viele schwarze Schafe da Scheiße hochloben, nur damit sie verkauft wird. Damit eine einzige Person und mit der ihr angeschlossener Wirtschaftszweig profitiert. Und das jetzt alles als Spekulation, das Krypto-Gaming, anstatt das als Chance zu betrachten, das direkt als Spekulation, Geldmacherei abzustempeln, ist schwach. Ist schwach. Das ist so wie damals in den 90ern zu sagen, wofür brauche ich Computer? Wofür muss ich mir jetzt 3000 Mark für einen Kackrechner ausgeben mit einem Pentium 1 und 80 Megahertz, wenn ich für 50 Pfennig einen Brief verschicken kann? Dafür brauche ich doch keinen Rechner. Versteht ihr, was ich meine? Es wird nicht die Technologie und nicht die Chance erkannt, sondern pessimistisch damit umgegangen. Und das ist die größte Farce an der Technologie. Die Leute, die jetzt hier PC-Games auf YouTube nutzen, ja, die davon leben, dass Leute Computer kaufen, die davon letztendlich ihren Inhalte darüber generieren, dass es neue Technologie gibt, haten neue Technologie, die deren jetzigen Bestandenen voraus ist. Ich weiß nicht, wie ich das einfacher beschreiben soll. Vergleichen wir das mit den Fahrrädern. Die fahren ein Fahrrad und beschweren sich darüber, dass Leute, die ein Elektrorad haben, schneller sind. Die sollen doch lieber in die Pedalen treten. Das ist für mich rückwärtsgewandtes Denken, ein sehr konservatives Denken und ein sehr angstbezogenes Denken. Oder? Nix oder, Mann, Alter. Ja, so einfach ist das leider nicht, denn immer mehr große Entwickler scheinen es sich zur Aufgabe gemacht zu haben, das Metaverse zu erschaffen. Ein Ort, an dem Videospiele und die reale Welt verschmelzen. Die Idealvorstellung umfasst das Handeln von Ausrüstung über Spielegrenzen hinweg. Ein Schwert aus WoW, also zum Beispiel in Final Fantasy zu tragen. Oder das Lieblingsreittier immer an seiner Seite zu wissen. Eine Utopie, die nur dann Sinn macht, wenn wir alle in allen Spielen leben und wir niemals in einer PvP-Lobby landen, wo alle stärker sind als wir. Das Zukunftsgequatsche klingt zwar sehr unrealistisch, aber einige große Entwickler. Da bin ich auch skeptisch. Nicht, dass ich die Idee geil finde, sondern momentan die Umsetzung. Es gibt zu viele Einzelkämpfe und es gibt, sage ich mal, für mich kein Konsens im Metaverse. Jeder, der ein bisschen 3D macht, jeder, der ein bisschen Unity oder Unreal beherrscht, schmeißt ein 3D-Rendering hin und sagt, das ist jetzt Metaverse. Aber die Schnittstellen zwischen den einzelnen Projekten sind kaum vorhanden. Sind von der Idee unumstößlich überzeugt. Ubisoft redete noch während der Ankündigung ihrer gefloppten NFTs von einem Metaverse und großen Plänen. EA redet ebenfalls von einer Zukunftsvision und Square Enix veröffentlichte jetzt einen Brief zum neuen Jahr vom Präsidenten persönlich. Darin steht unter anderem, dass dezentrales Gaming, NFTs und Kryptowährungen die Zukunft. Fun Fact: Square Enix arbeitet mittlerweile mit Engine zusammen, wobei ich jetzt nicht weiß, warum die sich jetzt für Engine entschieden haben. Vielleicht habe ich da was verpennt, aber Engine ist ein Dreckscoin, läuft auf von Ethereum. Spielen sein. Korrigiert Die mich Bedenken bitte. von Spielern sind zwar verständlich, aber es gäbe auch Spieler, die etwas zum Spiel beitragen wollen. Eine Ja. neue Form von nutzergenerierten Inhalten soll es geben. Wie die aussehen sollen, verrät man aber nicht. Andere Entwickler und Gaming-Riesen sehen. Ach komm, ey, ganz ehrlich, ey. Wenn die großen AAA-Unternehmen Strukturen geschaffen haben, die halbwegs vernünftig sind, die werden aus der ganzen Games-Branche ihren beste Bewertungen rausquetschen, wenn das richtige Geld stimmt. Die Entwicklung sehr skeptisch. Xbox-Chef Phil Spencer redet von Ausbeutung der Spieler. Bei Bungie fürchtet man, dass der Spaß am Spiel zu kurz kommt und Steam hat sogar alle Spiele mit NFTs aus dem Pfeifen, Store geschmissen. pfeifen. Die Good-Guy-Einstellung ist zwar löblich, doch mehr steckt kaum dahinter. Und wenn andere Firmen anfangen, damit Geld zu verdienen, ist es vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis auch unter anderen Dächern die Stimmung kippt. Die Maßnahme von Steam war zwar sehr konkret, allerdings ist sie nicht davon motiviert, weil man das Konzept prinzipiell doof findet, sondern weil viele Spiele in dem Bereich schlicht und ergreifend Verarsche sind. Ja, aber was würde es Team bringen, wenn die auf einmal anfangen, die Konzepte zu validieren und sagen, okay, das ist ein legit Ding?
Wäre schon geiler. Komm weiter. Scam ist das sicher? Theoretisch sind ja, NFTs vor Diebstahl sehr sicher. Die viel größere Na, ich muss dir einen Smart Contract angucken. Musst dir wirklich einen Smart Contract angucken. Es kann vielleicht nicht von außen jemand dich bescheißen, aber der Projektbetreiber kann dich übelst in den Poppes nehmen, bis alles dir aus deinem Wallet zieht. Gefahr geht eben von diesen Scams aus. Im Regelfall wird den Leuten dabei sehr viel versprochen und am Ende bekommt man nichts raus, obwohl man Geld investiert hat. Spiele, die von Ubisoft oder Square Enix entwickelt sind, betrifft das wahrscheinlich nicht. Andere NFT-Spiele aber durchaus. Ein bekanntes Beispiel ist der Titel Evolved Apes, das niemals verkauft oder überhaupt entwickelt wurde. Der Gründer Evil Ape verkaufte NFTs in Form von Affentokens, die dann in einem Kampfspiel integriert würden. 10.000 Affen treten gegeneinander an und nur der Stärkste kann sich durchsetzen. Nachdem sich der anonyme Gründer Evil Ape mit über 2,7 Millionen US-Dollar aus dem Staub machte und nicht mal den Designer der NFTs auszahlte, war klar, wer hier gewonnen hatte. Das hält Spieler aber nicht davon ab, weiterhin in NFTs von Spielen zu investieren, die noch gar nicht existieren. Im schon genannten Marktplatz von Gala Games erwirtschaftet zum Beispiel Peter Molyneux, der Macher von Black and White und Fable, über 50 Millionen Dollar für NFT-Grundstücke in einer Blockchain-Business-Szene. Habe ich verpasst. Ich habe das Zeit in Entwicklung. Ey, das habe ich verpasst. Das wäre echt geil gewesen. Um ein wirtschaftliches Imperium. Wir sind jetzt ja gerade im Bärenmarkt. Vielleicht gönnt man sich da mal was. Profite daraus zu schlagen. Echte Profite. Das beste und natürlich teuerste Grundstück bietet außerdem die Möglichkeit, schon bei der Alpha des Spiels dabei zu sein und, Zitat, den Markt zu dominieren, bevor die Konkurrenz überhaupt mit dem Handel angefangen hat. Ein zum einen recht unfairer Vorteil, zum anderen aber auch kostspielig. Ja, aber komm mit diesem unfairen Vorteil. Ey, ganz ehrlich, was ist das wieder für ein Argument? Was ist das? Was ist das für ein Bullshit? So funktioniert die Welt. Dieses Stück Land gibt es im Spiel nämlich nur einmal und wurde für rund 800.000 Euro bereits verkauft. Natürlich kann sich Herr Molyneux nicht einfach aus dem Staub machen, schließlich ist er nicht anonym, aber es garantiert auch niemand, dass das Spiel gut wird oder überhaupt fertig. Schwierig, die Aussage. Warum? Weil je mehr Menschen da Geld reingepumpt haben, desto dran interessierter sind sie, dass das läuft. Verstehst du? Das ist so, als ob jetzt PC-Games nicht direkt für Reviews bezahlt wird, sondern gesagt wird, ah, okay, ihr seid an den Umsätzen beteiligt, im Promillebereich. Was glaubt ihr, was die dann für gute Rezession raushauen würden? Jedem Investment sollten Spieler vorsichtig sein und vorbestellen. Definitiv, definitiv, das unterstreiche ich. Immer vorsichtig sein. Gilt inzwischen sogar als verpönt. Aber NFTs laden Scammer förmlich dazu ein, etwaige Unsicherheiten auszunutzen und beschädigen den Ruf der neuen technischen Entwicklung, bevor sie sich wirklich etablieren können. Ja. Accounts hochziehen, selten. Geil, Diablo 2. Dann verkaufen ist keine sonderlich neue Entwicklung in Videospielen. Ja. Was NFTs und Kryptowährungen also bringen, außer Kopfzerbrechen, ist daher nicht so wirklich ersichtlich. Zumindest auf jetzigem Stand. Der große angepriesene Vorteil der Publisher ist, dass man die Gegenstände besitzt, sie auch weiterhin existieren, wenn die Server abgeschaltet werden und man sie weiterverkaufen kann. Ein Ingame-Gegenstand ist aber halt ziemlich nutzlos, wenn die Server abgeschaltet werden. Und die Nee. Kommt wiederum auf die Umsetzung drauf an. Wenn das Projekt Open Source ist, und Schnittstellen, wie zum Beispiel jetzt im Smart Contract anbietet, dann ist es durchaus möglich, die NFTs weiter zu verwerten. Prisende Mechanik, einen Gegenstand in ein anderes Spiel mitzunehmen, funktioniert auch nur, wenn der Entwickler das beim neuen Spiel einbaut. Ja. Das würde auch funktionieren, wenn die Account-Daten gespeichert würden und man sich... Nee, Account-Daten braucht man nicht, es reicht nur der Wallet. Also das ist auch schon busy, nicht verstanden. ...von Entwicklerseite einfach übertragen kann. Des Pudels Kern liegt an der Technik und wo die Daten gespeichert werden. Der Pudels Kern, das gefällt mir. Ubisoft also selbst Server und Speicherleistung aufbringen, damit man seine Skins über mehrere Ghost Recon-Teile behält, oder wird alles dezentral gespeichert, ohne dass man sich jemals um die Daten kümmern muss? Ja, das wäre geil, dass da drum geht's. Nach einer Serverabschaltung die NFTs wieder integrieren und sie würden weiterhin funktionieren. Sie haben ja aufgehört zu existieren.
Der Sammlerwert würde sich wieder erhöhen und schon ist ein Grund geschaffen, NFT-Skins zu kaufen. Square Enix spricht von einem selbsttragenden Spielerwachstum, denn wo Geld zu holen ist, verirren sich immer mehr Leute hin. Ey, also, bestes Beispiel. Ich habe Diablo 3 geliebt. Und zwar habe ich Diablo 3 geliebt in den ersten Monaten, wo es den Markt gab. Mein chinesischer Mitbewohner, mein bester Freund ist ein Chinese. So. Ich habe zwei beste Freunde, einen Türken und einen Chinesen. So. Und selber bin ich auch Batschaka, also immer schön aufpassen hier mit Rassismusvorwürfen. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Chinese war innerhalb von ein paar Stunden in so einem China-Clan gewesen. Die Jungs haben da gedübelt, haben gegrindet wie die Hölle. Ich habe gesessen und einfach getradet in diesem verkappten Diablo 3-Markt. Ich habe da so viel Geld gemacht, ey. Ich war voll die dumme, stumpfe Strategie. Immer die grünen Set-Items ganz billig kaufen, für einen doppelten, dreifachen Preis reinstellen. Abkaufen, kaufen, abkaufen, kaufen. Ich habe mir sogar keine einzige große Stunde Diablo geleistet. So. Hätte ich damit richtiges Geld verdient, Jung, ich hätte mir locker ein Auto kaufen können. Aber nein, warum? Oder wenn ich jetzt mir zum Beispiel, wenn wir bei Blizzard bleiben, Hearthstone, wie viel Geld ich in diese Hearthstone-Karten reingedübelt habe. Und das ist jetzt alles useless. Darüber reden die ja nicht. Aber mit Krypto-Gaming kann sich das alles ändern. Darum geht's. Das ist es. Also nein, als Spieler wird man NFTs nicht für immer aus dem Weg gehen können, ohne viele Titel auszugrenzen, deren Zahl steigen wird. Große Unternehmen sehen hier die Zukunft und das große Geld und wenn man sich den finanziellen Erfolg von bestehenden Kryptospielen anschaut, haben sie damit gar nicht mal so Unrecht. Ja, Mann. Das war's. Laber Palaba, halbe Stunde. Dem ist nichts hinzuzufügen. Eine Sache fehlt noch. Moment, ich muss mal Pause machen. Fuck! Jop, твою мать! Jibau! So, das reicht. Asoziale Unterhaltung. Ist vorbei. Bleibt alle gesund. Tschüss.